Hier startet der fliegende Helfer. So sah es vor etwa 3 Monaten am Feld bei Kiefenholz aus. Und jetzt sieht es so aus. Diese Woche waren wir wieder bei Johannes Weig, denn auf seinem Feld wurde die Saat mit der fliegenden Drohne getestet. Es wurde eine Zwischenfrucht eingesät, aber diesmal mit einer Drohne und nicht wie gewohnt. Doch ist die Leistung der Drohne genauso gut wie die normale Saatmaschine? Die Ergebnisse heuer sind noch nicht das, was wir uns erwartet haben. Allerdings sammeln wir da noch ganz viele Erfahrungen und es ist ein Start, da was Neues auszuprobieren. Ich bin ganz gern mit meinen Maschinen unterwegs. Allerdings müssen wir natürlich auch in die Zukunft denken. Die Arbeit wird nicht weniger. Wir müssen versuchen, unseren Boden zu schützen, das Wasser in den Böden zu halten. Und da ist dieser Anfang und wir werden das mit Sicherheit wieder probieren. Die Drohne wird von einem Menschen programmiert. Sie überfliegt das Feld und wirft das Saatgut ab. Doch so genau wie die herkömmliche Maschine arbeitet die Drohne nicht. Die Experten vor Ort erkennen Lücken am Feld. Drohnenpilot Michael Wiesent kommt selbst aus der Landwirtschaft. Er kann sich gut über die Erfahrungen mit den Landwirten austauschen. Außerdem möchte er den Draht zur Landwirtschaft behalten. Das Ergebnis auf diesem Feld sorgt bei ihm für gemischte Gefühle. Das Ergebnis ist natürlich anders als mit der klassischen Methode. In Summe haben wir ja teilweise einen schlechten Aufgang, teilweise einen ordentlichen Aufgang. Ja, es ist okay. Heuer war allgemein für Drohnenuntersaat ein bisschen schwierigeres Jahr. Die Gründe dafür weiß man jetzt noch nicht so hundertprozentig. Da muss man noch ein bisschen genauer schauen, muss man noch einen Herbst warten, was jetzt noch alles kommt. Aber man kann schon sagen, ein mittelmäßiges Jahr für die Drohnenuntersaat. Ein Vorteil der Drohne, sie übernimmt einen Teil der Arbeit. Doch auf die landwirtschaftlichen Maschinen wird man nicht verzichten können. Die Drohne ist noch eine Ergänzung.